So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Quid Autosport. Willkommen zurück, Christopher. Genau so heißt es. Und hier begrüßt mich auch schon das Spiel mit meinem vollen Namen, was echt gut gemacht ist. Also ich muss dazu sagen, ist mein erstes Quid, was ich überhaupt spiele. Und ich bin überrascht. Es macht echt Spaß, die Grafik ist top. Man muss dazu sagen, ich habe das 1,7 GB große Paket von Steam extra runtergeladen mit dem Texturenpaket. Und ich habe jetzt keinen extrem großen Unterschied gemerkt, aber ich finde, es ist schon nett auf jeden Fall. Sieht gut aus. Ich bin auch nicht der beste Rennfahrer und wahrscheinlich werde ich auch nicht der beste. Aber es macht mir trotzdem einfach riesig Spaß, weil es sieht gut aus, es lässt sich gut steuern. Man kann die Einstellungen verändern, wie man will. Und natürlich der Online-Modus und der Split-Screen-Modus, den ich mir sehr gewünscht habe, weil das eigentlich irgendwie ein Muss ist, weil ein Kollege kommt vorbei, zwei Controller, dann will man mal an einem PC zocken. Und das geht ja eigentlich extrem gut. Oh, 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 oh. Das wollte ich ja gar nicht so. Jetzt bin ich natürlich vorbei. Auch in Runde 2. Im Moment liegst du in Führung. Was auch sehr schön gemacht auf jeden Fall ist, ist die Cockpit-Sicht. Oder zumindest mal, dass man die Sicht überhaupt verändern kann. Finde ich gut gemacht. Auch mit dem Unschärfeffekt. Erinnert mich an Watch Dogs. Wow, 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 wow. Ja, so ein bisschen Drift muss ja sein. Und zum ersten Mal eigentlich, dass ich mein Auto komplett ganz und heil habe. Normalerweise strapaziere ich die Karosserie immer schon direkt, die Lenkung und das Getriebe. Aber im Moment läuft es ganz gut, muss ich sagen. Ich nehme auch diesmal mit einem neuen Videoprogramm auf von AMD Evolved, was im Moment noch in der Beta ist. Ich werde euch mal den Link, falls ihr eine AMD-Grafikkarte habt, einfach mal unten in die Box schreiben und dann könnt ihr das vielleicht auch mal ausprobieren. Ich bin sehr überrascht davon, vor allem weil es auch eine rückwärtige Aufnahmefunktion hat. Das bedeutet, dass wenn man eine geile Spielszene hatte und das Spiel oder das Programm im Hintergrund halt läuft, dass man dann halt bis zu 600 Sekunden im Nachhinein die Sachen speichern kann, die man gespielt hat. Das ist eine coole Funktion auf jeden Fall. Und was ist denn heute mit der KI hier los? Die macht ja gar nichts. Ja, ich habe jetzt schon mehrere Aufnahmen probiert, bin bei denen halt immer eher gescheitert und das wollte ich euch halt nicht zumuten, da als Vorletzter mit einem defekten Auto ohne Reifen ins Ziel zu kommen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir nochmal die Zeit und mache für euch hier eine schnelle Runde. Sind nur 5 Runden und damit will ich euch so ein bisschen den Eindruck vermitteln, wie Quid läuft. Ich spiele es ja auf sehr hoch, also auf den höchsten Einstellungen eigentlich. Und es läuft super. 60 FPS und mehr sind da auf jeden Fall drin. Ja, und da ist das Rennen auch schon vorbei. Ja, daran werden die echt ein Weilchen knabbern. Ja, sauberes Rennen. Zum ersten Mal von mir bin ich so gar nicht gewohnt. 21 Punkte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Basmati Reviews und Quid. Und dann auch hoffentlich mal mit dem Niki. Und dann werden wir sehen, wer hier der Schnellste auf der Strecke ist. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Auf Wiedersehen. Ciao.